Also ich bin Pia Stendera, ich bin seit Anfang der fünften Woche jetzt mit dabei, bis kurz nach Ende der Wahl. Und für mich war das eine Rückkehr sozusagen, weil ich schon in Dresden studiert habe. Hey, mein Name ist Hanne Thiemann, ich bin seit Donnerstag da, also so Mitte, Ende der fünften Woche und wohne eigentlich in Leipzig und habe jetzt 3 Monate Praktikum bei der Taz gemacht und bin jetzt eben ganz frisch in der Ost, in der Taz Ost, in der Taz Ost WG. Erstmal tatsächlich angefangen und das war ganz schön anzukommen und dann auf eine Veranstaltung zu gehen. Wir hatten am Donnerstag ja die Taz Ost Gala mit ganz vielen verschiedenen Schriftstellern, Autorinnen, Journalisten und Menschen, die vom Politaktivismus berichtet haben. Das heißt, ich bin erstmal angekommen und habe mich berieseln lassen von den Dingen, die so bisher passiert sind und habe dann am Freitag ein Interview geführt und dann mich ein bisschen mit Friedlicher Revolution, den Spätfolgen der DDR und der Demokratie, dem Stand der Demokratie im Osten auseinandergesetzt. Ja, bei mir war es tatsächlich direkt rein ins Wasser. Es gab unterschiedliche kleinere und größere Aufgaben. Meine Highlights in der Woche waren auf jeden Fall, dass ich eine Aktion von der Dresdner Extinction Rebellion mitverfolgt habe. War als kleine Form des zivilen Ungehorsams gedacht, ist am Ende eine spontane Demonstration geworden. Das war für mich mein erster Eindruck überhaupt, Live-Eindruck von jungen KlimaschützerInnen und wie sie den Protest heute so gestalten, das kannte ich so nicht. Dann war ich in Polkenberg in Mittelsachsen und habe einen Wirt vom Land porträtiert, der versucht, ein ehemaliges Kulturhaus wieder aufzuerleben, wieder neu zu beleben. Und habe mir von ihm angehört, was sind seine Analysen zum Geschehen in Mittelsachsen. Und am Freitagabend, bevor wir unser Sachsen-Dinner mit SPD-Spitzenkandidat Dulich hatten, war ich noch bei der Wahlparty in Radebeul von der U18-Wahl, was auch extrem spannend war, generell zu schauen, wie wird Demokratiebildung gefördert. Das ist eine richtig schwierige Frage. Ich glaube, das ist die Frage, über die wir am längsten nachgedacht haben, oder ich zumindest. Ich wohne in Sachsen eigentlich, in Leipzig aber, und ich habe keine neue Erkenntnis gewonnen, aber war nochmal irgendwie so ein bisschen neu konfrontiert auf eine Art und Weise, wie ich es vorher nicht war, mit der so Paradoxität und Widersprüchlichkeit innerhalb Sachsens. Also wir waren gestern auf einer Veranstaltung in Wurzen, da ging es um Reden Neonazis und Hooligans, da zieht jetzt ein Hooligan in den Stadtrat ein, ein Rechtsextremer. Und auf der anderen Seite war ich am Samstag bei Unteilbar und es gab diese 40.000 Menschen, die bunt und fröhlich und laut durch die Straßen gelaufen sind, demonstriert haben, ihre Stimme erhoben haben. Und das war mir alles irgendwie bewusst. Das ist also keine neue Erkenntnis. Und trotzdem hat es mich nochmal auf so einer ganz anderen Ebene mitgenommen, weil wir hier so mitten im Ort des Geschehens der Landtagswahlen sind oder so in der Landeshauptstadt und deswegen das alles nochmal anders mitkriegen. Und wie gesagt, keine neue Erkenntnis, aber in so einer Intensität, die mich auch nochmal so total zum Nachdenken angeregt hat und als Leipzigerin oder zugezogene Leipzigerin irgendwie, ja, glaube ich, auf jeden Fall begleiten wird. Mich hat, also ich habe natürlich so ein bisschen ein Resümee für mich gezogen vom, was ist passiert, seit ich vor 3 Jahren nach Berlin gezogen bin zum Ist-Zustand und ich fand es erstaunlich, wie viele Initiativen sich gehalten haben, die zum Teil sich erst 2015 gegründet haben, als es als Pegida erstarkt war, als die Ereignisse im Freital waren und so weiter. Wie viele weitermachen, wie viele aber auch neue Wege finden, das ist mir auch in der Vorrecherche bewusst geworden. Und vor allem, dass die politische Zielrichtung nicht unbedingt in erster Linie gegen rechts, gegen etwas heißt, sondern dass es unfassbar viele Initiativen und Programme zur Demokratieförderung gibt. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade bei den jungen Menschen die Chance ergriffen wird, zu erklären, zu zeigen und auch kennenzulernen, wie Demokratie funktioniert. Was vielleicht den Menschen der Wendegeneration und auch gerade den Wendekindern, die heute vermehrt rechts wählen, halt eben nicht beigebracht und nicht nahegebracht wurde. Und das ist für mich so dass das Gesamtbild, was sich ergibt, so da, wo alles zusammenführt.
viel Kaffee, sehr, sehr, sehr lange Tage. Es ist sehr heiß in Dresden. Es ist wahnsinnig heiß in Dresden. Und wir haben uns heute fest den Freibad-Nachmittag eingeplant, weil sonst wirklich von morgens bis abends Dinge passieren. Und es ist aber auch wahnsinnig spannend. Vielleicht kommt Zeit zum Verarbeiten. Ja, toll.